is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Gottes Gerichte im Land. Die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Ach, dass Gottes Volk eine Ahnung von der bevorstehenden Zerstörung tausender Großstädte hätte, die jetzt dem Götzendienst fast restlos hingegeben sind. Vor kurzem wurde mir eine sehr eindrucksvolle Szene gezeigt. Ich sah einen ungeheuer großen Feuerball, der auf einige schöne Häuser fiel und sie sofort zerstörte. Ich hörte, wie jemand sagte, wir wussten, dass die Gerichte Gottes über die Erde hereinbrechen würden. Aber wir wussten nicht, dass sie schon so schnell kommen würden. Andere sagten, ihr wusstet es? Warum habt ihr es uns dann nicht gesagt? Wir haben es nicht gewusst. Überall hörte ich solche Worte. Bald werden sich unter den Nationen furchtbare Nöte ergeben. Nöte, die bis zum Kommen Jesu nicht aufhören werden. Wie nie zuvor haben wir es nötig, uns zusammenzuschließen, indem wir ihm dienen, der seinen Thron im Himmel vorbereitet hat und dessen Königreich über alle regiert. Gott hat sein Volk nicht verlassen, und unsere Kraft liegt darin, dass wir ihn nicht verlassen. Gottes Gerichte sind im Land. Die Kriege und die Kriegsgerüchte, die Zerstörung durch Feuer- und Wasserfluten sagen deutlich, dass die Zeit der Trübsal, die sich bis zum Ende noch steigern wird, sehr nah bevorsteht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Welt ist vom Kriegsgeist aufgerührt. Die Prophezeiungen des 11. Kapitels des Buches Daniel haben ihre endgültige Erfüllung fast erreicht. Am letzten Freitagmorgen wurde mir kurz bevor ich aufwachte eine höchst eindrückliche Szene vorgestellt. Ich meinte aus dem Schlaf zu erwachen, doch war ich nicht zu Hause. Vom Fenster aus konnte ich eine schreckliche Feuersbrunst beobachten. Große Feuerbälle stürzten auf Häuser. Von diesen Feuerbällen schossen brennende Pfeile in alle Richtungen davon. Es war unmöglich, die vielen Brände unter Kontrolle zu bringen. Es wurden viele Ortschaften zerstört. Der Schrecken der Leute war unbeschreiblich. Mit den großen Städten der verschiedenen Länder wird streng umgegangen werden. Und doch werden sie nicht bis zum äußersten Grad des Zornes Gottes heimgesucht. Denn einige Seelen werden sich noch von den Täuschungen des Feindes losreißen, umdenken und sich bekehren, während die breite Masse sich Zorn aufhäuft auf dem Tag des Zorns. The Lord is coming. Are you ready?